Der Tod, die Suche nach Gott oder die Einsamkeit des Menschen sind bestimmende Motive in den Filmen von Ingmar Bergman. Da ist es nicht verwunderlich, dass der 2007 verstorbene Schwede, der 1997 in Cannes zum besten Regisseur aller Zeiten gekürt wurde, seinen Lebensabend auf der Ostseeinsel Färöer verbrachte. Er liebte Färöer. Hier konnte er Ruhe finden, abschalten. Immer und immer wieder kam er nach seinen Produktionen in Stockholm an diesen Ort zurück. In den 1960er Jahren war Bergman zum ersten Mal auf der Insel, entdeckte die bizarren Felsformationen an den Stränden und die karge Landschaft für sich. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick, wie der Filmemacher in seiner Biografie schreibt. In seinen Filmen sehen wir, wie er die Natur als Kulisse einsetzt. Vor allem diese steinigen Landschaften nutzt er oft. Und die Abgeschiedenheit. Er wollte immer alleine leben und das hat er hier auch gemacht. Und auf Färöer fand Ingmar Bergman auch seine letzte Ruhe, zusammen mit seiner Frau.